Jo Leute, willkommen zurück auf Apokalypse Farm. Mit dabei sind Aaron und Marcel. Hallo. Hallo. Und ich nehme heute diesmal auf, jawohl. Schön, schön. Extra einen schönen Shader reingemacht. Ich weiß nicht, wo man den downloaden kann oder sonst was. Das ist schon Ewigkeiten. Also fragt einfach nicht. Und ja, lass uns am besten schon mal hier ein kleines Gehege bauen, dass wir schon mal ein paar Kühe einsperren können. Ja, wir müssen erstmal schlafen. Sonst brauche ich gleich wieder die ganzen Viecher. Gute Idee. Übrigens das Texture Pack. Was ist denn so das Ziel der heutigen Folge? Ja, ich würde sagen, vielleicht schon mal die Kühe holen, oder? Ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal ein paar Tiere holen und die Felder ein bisschen erweitern, würde ich sagen. Lass das Feld einfach sicher machen, dass man halt da einen Zaun drum ziehen. Okay. Ja, genau, irgendwie sowas. Ist das Feld erstmal ein bisschen vergrößern. Ist ja egal, wo du pennst. Okay, einfach hinlegen. You can only sleep at night. Ah, wir haben schon Redstone. Das ist natürlich geil. Dann können wir schon mal eine automatische Farm machen. Ja, wir haben schon ein bisschen. Wir haben, wie gesagt, den Spawner gefunden. Das ist gut. Und Diamanten. 8 Stück. Echt? Das heißt, da können wir uns... Nee, ein Block reicht nicht. Ne? Hat jemand noch einen Diamant zufällig? Nee, ich habe keinen. Schade. Ich mach dann schon irgendwer mal... Irgendwer von euch hat das ganze Eisen. Hat es Christoph? Hast du das auch? Ich habe 26 Stück. Ich leg's euch da rein. Ich habe 2 Eisen. Wie viel hast du? Das ist bei Crab. Wir waren über einem Stack... Also Chris hat sich das wahrscheinlich rausgesnackt. Ich habe noch 60 Eisen, aber das dauert noch. Also ach, noch fuck, nicht fertig. Wie mache ich denn nochmal einen Zaun? So, wir können schlafen. Kai, wir machen den Zaun gleich. Kommt erstmal pennen. Ach so. Weil sonst können wir gleich draußen nichts machen, weil dann laufen wir wieder über die Creeper rum und dann... Das wurde jetzt geupdatet, wie man einen Zaun macht. Ja, ja. Ich sammle kurz alles ein. Okay, lass mal alle pennen gehen. Warum ist ein Block? Legst du dich jetzt an den Pennen? Kommt der da hin? Ich habe gerade hier das Dach abgebaut. Was machst du da? Ach so. Ja... Da soll keine Spinne reinkommen. Leute! Achso, dann lass das mal pennen gehen jetzt. Okay, gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Er schreibt einfach Lo. Oh, es ist wieder morgens, Mensch. Das geht schnell. Oh, wieder so, ein neuer Tag. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die... Ach, willkommen auf unserer kleinen Farm. Oh, bei mir backt hier irgendwas rum. Ich brauche erstmal neue Boots. Das hat keiner gesehen. Mein Texture Pack Inventar passt nicht zu den Platten, wo man es hinlegt. Egal. So, dann kommen die dahin. Das sollte erstmal reichen, denke ich. Ich gehe mal Seerosenblätter holen. Jo. Sag mal, wofür das ganze denn? Weizen und so. Ich finde das schöner, als wenn du da Half-Slaps auf das Wasser packst. Warum? Und damit die ganzen Items nicht immer, damit die Items nicht immer ins Wasser fallen. Und man die da rausfischen muss. Soll ich den Kuhstall erstmal relativ groß machen? Ja, aber mach mal ein bisschen weiter weg, dass wir halt nur das Feld gut ausbauen können. Das können wir ja später noch alles umbauen. Ich würde erstmal alles nah beieinander haben, oder? Nicht so weit weg. Aber das später nochmal alles umzubauen ist echt mühselig, ne? Wenn du die ganzen Tiere hast. Kriegen wir schon hin. Ey. Können die Kühe durch so einen Zaun durchlaufen? Ja, durch so ein Zauntor, ja. Wollen wir den Weg mit Gravel oder mit Holz machen? Mit Gravel. Ich brauch mal Weed. Ich wollte mir mal einen Joint drehen. Deren Monetarisierung ruft. Hier in der Farmzeugkiste, ne? Ja, genau. Alter, wir haben schon voll viel Seeds. Ja, ich habe hier gerade einmal das komplette Feld abgebaut. Hat jemand meine Hose gesehen? Wo ist meine Hose? Kennst du das? Ach, ja. Everything is awesome. Ja, natürlich. Richtig. Wo ist meine Hose? Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist die? Die hatte ich doch gerade noch an. Ich bring mal ein bisschen Bambus mit, ne? So, hier sind Kühe. Da hinten sind Pferde. Ja, Pferde sind erstmal nicht so wichtig. Dann können wir einen Ausflug machen. Oh. So wie Bibi und Tina. Ey, das wollen wir uns echt das machen? Irgendwann können wir mit den Pferden, wenn wir so eine riesen Farm haben, dann reiten wir mit den Pferden einfach rum. Kai, merkt ihr mal hier hinten in dem Sumpfbiom ist Clay. Ja, das ist auch geil, daraus können wir dann das Dach ausbauen. Genau, das wolltest du ja machen, das wäre ich dir. Kommen die Kühe jetzt hier durch? Ich weiß es nicht. Jawohl, die kommen hier durch. Ja, die kommen da durch. So. Zack. Boah, ich verarscht. Jetzt habe ich euch gefangen. So, kommt du nochmal mit hier. Aber ansonsten, was auch ganz geil wäre, wenn wir
die Farm um die Gehege von den Tieren rumziehen. Das wäre auch geil. Dass man sozusagen durchs Feld laufen so, muss. Das auch, so, ja, das so komplett drumrum. Ja. Alter. Farmgebäude hat. Alter, wer schießt auf mich? Hä? Ich habe gerade ein Leben verloren. Ich hätte nur noch vielleicht ein halbes Herz. Hast du Hunger? Ja, Hunger habe ich auch. Skelett unterm Baum? Nee, hier sind drei Pfeile. Warst du das? Das war ein richtig guter Headshot, ey. Junge, Alter, ich denke, du hast dich zweimal abgeschossen. Ich stand hier hinterm Baum. Ich hätte dich nicht mal gesehen. Dann, ey, bleib mal stehen. Alter, ich habe nur noch ein halbes Herz. Ja, genau drin. Sag mal. Alter, ich sehe den gar nicht. Kannst, ja, der ist schon wieder weg. Kannst du mir einfach jetzt mal ein Brot... Warte, ich mach mal ein paar... Ja, hier. Mann, du Pisser, Alter. Scheiß auf die Monetarisierung, ey. Das guckt mich hier an. Das war echt nur ein halbes Herz. Krass. Ich bin Robin Hood. Ja, gut, dass du mich nicht beklaut nehme hast. Nehme es den Arm und gebe es mir vielleicht so. Vielleicht sollten wir Aaron einfach nächstes Mal bitte die Ender Games nehmen. Natürlich, ich bin der 360... No-Scope-Meister. Scope for COD-Profi. No-Scope. Scope, no. 360. Also wollen wir als Weg jetzt Gravel oder Holz nehmen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Gravel, ganz eindeutig Gravel. Ist viel schöner als Holz. Das sind echt schöne Kühe. Warte, da hinten sind noch welche, die habe ich gerade aber nicht eingesammelt. Aaron, töte nicht wieder alles. Ich lass hier mal poppen. Ich töte nicht alles. So. Repopulation. Archivment bekommen. Was? Repopulation, habe ich gerade ein Archivment für bekommen. Bei mir heißt das? Bei mir ist es auch Nachzucht. Ja, ich hab's auf Englisch. So, jetzt haben wir schon 10 Kühe, wenn ich die jetzt hier herhole. Wer braucht denn so nice. Was? So, ich baue mir jetzt nicht großes Eisen, ne? Ich weiß, wer die geklaut hat, aber... Hast du nicht gesagt, du willst ein großes Gehege machen? Das habe ich. Das kleinste Gehege, was ich je gesehen habe. Ich wollte jetzt nicht Massentierhaltung betreiben. Hä, dachte ich schon. Da hinten sind auf jeden Fall noch Schafe. Ey, komm mit. Warum kommt die Dreckskuh nicht mit? Hallo, seid ihr alle dumm oder was? Hier, kommt jetzt hierher, Mann. Freunde. Ich glaube, das reicht aber erstmal, dann können wir die einfach noch andere Tiere machen lassen. So. Okay. Also ich habe jetzt erstmal das Wasser zugebaut. Mit Seerosenblättern. Kann man Seerosenblätter auch anpflanzen? Nee, soweit ich weiß, nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Hallo, aber das ist halt besser, weil da können die Items nicht durchfahren, soweit ich weiß. Okay, die eine Kuh will nicht mitkommen, ist okay. Mir aber egal. Können sie doch. Guck. Jetzt bleibt es drauf liegen, gerade ist es durchgefallen. Ich weiß jetzt nicht, welche Kühe noch können und welche nicht. Tja, Marcel. Gerade eben ist es durchgefallen. Es funktioniert doch. Ja, dann das ist doch gut. Einer von euch mal kurz eine Kiste. Ja, ich kann eine bauen. Dann mache ich nämlich neben den Kuhstall eine Kiste. Dann können wir da nämlich, wenn wir die Kühe töten und so, Leder und alles reinmachen. Wie viel brauchst du? Eine Kiste, einfach eine kleine. Dann mache ich zwei. So, weil, falls wir mehr Sachen bekommen, zwei besser. So, und zwar... Nee, bau die mal hier hin. Bau die mal hier vorne hin. Hier, unter den Kuhstall. Warum nicht im Boden, das soll? Ja, hier ist doch im Boden. Da habe ich ein Schild gemacht, dann können wir das Zeug darunter machen. Oh, wow. Das sieht dann, glaube ich, ganz cool aus. Hier bleibt eine da und eine kommt hier hin. Kuhstall. Oh, da ist ja eine Babykuh. Ja, da sind sogar drei Babykuh. Da ist noch eine. Nimm mir mal so ein Stack von dem Weizen und mach mir mal Brot, damit ich nicht verhungere. Und dann gehe ich mal ein bisschen Holz abbauen. Auch von da hinten, das andere Holz. Gut, dass ich einen Sound leiser gemacht habe. Hier ist man nur am Moon die ganze Zeit.
So, jetzt brauche ich mal Gravel. Habt ihr noch was? Dann kann ich schon mal einen Weg irgendwie machen, ganz grob. Muss mal in die Kiste gucken. Also ich habe nichts mehr im Inventar auf jeden Fall. In der Kiste sind... Nee. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die Glicks woanders hinbauen. Kein Gravel, wir haben kein Gravel, Leute. Doch. Kein nee. Einziges. Lied. Nee. Keith heißt das, oder auf Deutsch. Bruchstein, Erde. Geh wieder rein. Nein, komm wieder rein, komm wieder rein. Nein, 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 fuck. Ah, mir ist eine Kuh weggelaufen. Ja, ein ist nicht so schlimm. Wie im echten Leben. Da laufen mir mal die Pferde weg. Leute, ich geh nochmal runter, ne? Ja, ich hab noch zwei Kühe im Schlepptau. Ja. Okay. Ich hol den nächsten Zombie-Spawner. Ja. Yeah. Ist eigentlich die Witch da noch unten? Nee, ne? Bestimmt nicht. Hoffentlich. Ich hab extra ein Diamantschwert. Gleich. 12 Bit wurde von. Wurde durch Magie getötet. Ach, scheiße. Mein Wassereimer, ich glaub, der ist auch weg. Genau wie meine Hose. Wer hat die eigentlich? Kommt doch jetzt mal hier rein. Welcher Christoph die noch? Stimmt. Jetzt buggen die Kühe da vorne rum und kommen hier nicht rein. Hallo. Rep. Chris, wenn du das hier hörst, ich brauch meine Hose wieder. Schnell. Wie viel Redstone brauchen wir? Genug, glaube ich. Da kann man ja generell nicht genug von haben. Was ist das für eine Antwort? Wie viel brauchen wir genug? Oh Mann, jetzt laufen mir die ganzen Dreckskühe weg. Mann, scheiße! Wir brauchen schon ein bisschen. Okay, dann nehme ich das mal mit. Warum können die beiden jetzt... Ach so, die eine ist drin, jetzt noch die braune. Komm, ich will Kakao nachher trinken. Jungs, es wird schon wieder dunkel. Komm jetzt hier rein. Ja, Problem. Ja, komm, dann schlachte ich die einfach. Ja, ist schlecht. Ich bin Das verbessert das Problem nicht unbedingt. Also es wäre ziemlich geil, wenn wir was trinken könnten. Was trinken? Wie wäre es, wenn wir mal so eine Nachtschicht machen? Ja, aber ich hab halt nichts, ne? Wie nichts? Ja, kein Schwert, keine Rüstung. Dann baut ihr was. Wir haben genug Eisen in der Truhe. Es könnte auch ziemlich dunkel sein in der Aufnahme. Dann setzen Licht hin oder so. Ansonsten, wenn Aaron ganz kurz disconnected, gleich könnten wir auf Schlaf gehen. Oder irgendwer müssen wir ein Bett runterbringen. Oder Wolle. Oder beides. Dann kannst du auch hochkommen. Ich wollte gerade sagen. Weil bis wir runtergelaufen sind und wieder hochgelaufen sind. Gibt's keine Schafe hier irgendwie in der Höhle oder so? Die Höhlenschafe? Ja, wer kennt sie nicht? Ja, wollte ich gerade sagen. Kennst du die nicht? Ich glaube, ich lasse sie mal zurücklaufen. Bin gleich da. 2 Minuten. Nein, nicht mal. Eine halbe. Ja, lass mal jetzt erst echt pennen. Jo, komm mal. Wollen wir vielleicht die Mine irgendwie mit dem Haus verbinden? Vorerst? Oder wo ist die Mine? Nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas Lustiges gibt. Oh, da ist ein Skelett mit einem... Oh, komm rein. Es kann sein, dass das schon war hier. Und es nicht weitergeht. Oh nein, oh das Haus müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ausbauen. Wo kommen die ganzen... Oh, das ist ein Mini-Zombie! Warum kommt ihr immer zu mir? Wenn ich tot bist, dann spawnst du sowieso hier oben. Das wird's, dann baue ich mal gerade hier ab. Ich bin Indiana Jones. So. Hier muss auf jeden Fall eine Druckplatte vor, das geht gar nicht so. Das mache ich mal eben. Da ist safe noch ein Spawner unten. Wir sollten auf jeden Fall, von außen würde ich die nicht hin tun, weil dann können die Monster reinkommen. Stimmt. Ja, mach doch zu. Wollen wir oben noch Tor reinbauen? Dann nehme ich meins mit. Wo da oben? Also da drüber noch eins, warte. Muss ja nicht. Mist, dir fehlt ein Holz. Sonst hätten wir so... Na egal. Okay, Aaron ist da. Ja, schlafen. Dann ab ins Gute Bett. Nacht, ja. Wow. Ja, es ist ein Monster in der Nähe. Ah, nicht nur eins. Oh, ja, direkt vorne. Vor Haustür. Immer diese... Ja, hier ist ein Jugendlichen. Skelett. Wir müssen halt... Das sind die Jugendlichen. Die Teenies, die haben zu viel Drogen genommen. Die Teenies, ja. Wir müssen halt unbedingt ich mal hier... Ich bin tot, 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 ich hab noch ein halbes Herz noch hier rein.
Halbes Herz wäre. Wir müssen halt dringend. Kai gepennt. Mach ja, die Tür zu und gepennt. Was für eine Tür? Ach, das hier. Ich setze mal eine Fackel dahin. Wir müssen halt jetzt das Feld nochmal irgendwie absichern, ja, dass da nichts drüber läuft. Falls wir wirklich mal irgendwie eine Röhre ja, machen. Nur weil da was drüber läuft, ist ja nicht schlimm. Aber okay, also doch, früher ist es immer kaputt gegangen. Und die Melone ist übrigens fertig. Ja, der Zombie hatte gerade Melonen zieht. Kompelt. Echt jetzt? Wow. Elendiger. Warte, ich hab noch ein paar Zäune. Ich würde auf die Seite aber noch ein bisschen erweitern. Ja, das kann also man ja alles erstmal. Ich würde den Zaun noch wegreißen. Ich fände auch ein Blumenbeet ziemlich cool. Ja gut, darum würde ich mich aber auch erst später kümmern. Darum würde ich mich gar nicht kümmern. Blumenbeet. Alter. Wer von euch hat denn hier draußen schon wieder rumgekloppt? Da fehlt ein Rosenblatt. Das war Kai. Nein. Überhaupt nicht. Ah, Aaron, Alter. Nein, ich auch nicht. Ich war nicht mal draußen. Marcel, kannst du noch ein Zaun-Ding machen? Ein Gitter. Ein was? Ein Gitter. Ach, ein Gitter. Also ein, ja, ja, wo man klar durchlaufen kann. So ja. Ich weiß, okay, was du meinst. Okay, so rum war ein Zaun, okay. Beim Gitter ist das in der Mitte, das Holz. Ja, ich habe aber gerade nur Birkenholz, das heißt, warte. Sehen die nicht gleich aus, die Dinger? Nee, es gibt jetzt unterschiedliche. Wenn du mit Birkenholz machst, sind die heller. Oh, was für eine Kacke. Ich finde diese Baumallee, die Aaron hier hingebaut hat, gar nicht so schlecht. Ist so. Diese nebeneinander, das finde ich echt ziemlich cool. Ja, das ist ganz gut. Damit können wir noch gut so Sachen trennen. Ja, stimmt, dann können wir dass die Kühe nicht geil auf die Farm werden. Genau. Nur deswegen. Immer diese geilen Kühe. Immer diese Jungs. Immer diese Kühe. Ja. Oh, hier ist dann wieder so ein großer Baum. Und lass uns irgendwie noch vielleicht ein Baumhaus bauen oder so. Ja, das ist ja jetzt ganz, ganz wilde Zukunft. Spinnerei, du. Hätte ich Bock drauf. Wie wär's mit so einem dicken Palast? Aus. Denkt ihr dran, dass wir immer noch auf einer Farm sind? Aus Quarz. Ja, wenn du den ganzen Quarz haben willst. Marcel, du kannst hier noch einmal Feld ziehen, wenn du willst. Ich bin hier auf der anderen Seite schon dabei. Ich habe deine Sachen da nochmal gerade ein bisschen verschoben. Achso, okay, nice, das ist auch gut. Du könntest aber nochmal eine Hoe machen und mir helfen, weil meine ist jetzt gleich kaputt. Muss ich mir auch noch eine neue machen. Ich habe auch keine mehr, warte, ich mache mir eine neue. Ach, hier ist das. Ich habe auch kein Cobblestone. Dann würde ich fast sagen, dann machen wir das so, dass ich hier die Melonen nochmal abreiße und die einfach da drüben hinpacke. Das Platz mache ich. Wir können ja so eine Falle draus bauen aus dem Spawner. Ja, können wir machen. Das wird ziemlich gut. Das hatte ich mir auch schon überlegt gehabt. Sehr gut. Ja. So, eine Stonehoe. Warte mal. Und der Zaun, der war so. So, nice. Gut, ich habe 60 Zäune, brauchen wir noch. Oh, ich höre schon wieder was. Oh, noch ein Gitter? Gott. Ja, sicher, da kommt alles. Skelett, Spinne, Creeper, Zombie. Oh, jetzt... Wie dumm. Das Skelett greift erstmal die Spinne an. 5 Euro auf die Spinne, okay, ist down. Scheiße. 5 Euro verloren, RIP. Ja. Ach, hier ist noch ein Creeper, ne? Oh, da ist noch eine Spinne und noch ein Creeper. Da sind 3 Creeper unten. Und hier ist noch eine Schlucht. Versuch nicht zu sterben. Ja, ist schon passiert. Oh, ich werd hier echt weggesnipert. What the fuck? Okay, das war's. Und ich hab mein Bett abgebaut. Ja. Die beste Idee überhaupt. Du warst ja nicht so weit weg. Nee, aber jetzt kommt der Creeper noch hier hoch. Ist doch alles rigged hier. Alles rigged. Lol, hier waren wir schon mal. Das ist die gleiche Höhle. Das Leben ist wie ein
Scheiß auf. Wie eine Farm. Man weiß nie, wann man reintritt. Marcel, kannst du noch ein, zwei Treppen schon mal aus Holz? Was ist denn das? Kann ich gerade nicht. Meine letzten Holzteile zu Zeilen verbaut, dass ich hier absichern kann. Okay, absichern ist erstmal wichtiger. Aber so viel hat es jetzt auch nicht gebracht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Nether. Nochmal, vor allem. Ah, generell mal in den Nether. Das Ding ist, wenn die Zombies von hier oben kommen, dann laufen die einfach hier auf unser Grundstück runter. Das heißt, wir müssen das Ganze hier noch aufbauen. Ja, dann. Ah, wir machen einfach hier weg. Das hier und dann ist fertig. So, dann kommt die Reihe hier weg. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir eigentlich? Normal, ne? Normal oder schwer? So. Also die Standard eingestellt, ich habe nichts geändert. Dann ist es glaube ich normal. Das kommt mir alles ein bisschen vor wie total unfair. Ja, eigentlich spielen wir Hardcore. Lass mal kurz das Loch hier ausbessern. Ja, das kannst du ja machen. Oh, ich baue hier einmal das Feld noch. Hast du dir schon einen Goldstern verdient für die heutige Folge? Nee, glaube ich noch nicht. Was ist da los? Man kann ja nicht immer eine gute Nudel sein, ne? Nein. Eine gute Nudel. Das spricht doch aus Erfahrung. Ne, Marcel? Ja. Ja, ja, ja. So. Ich guck mal, ob nochmal die Kühe. Ah, ne, ich hab keine Weizen dabei. Keine Weizen? Und Bone Meal. Und einen Hund brauchen wir. Letztes Mal haben wir den Hund getötet. Ich wollte gerade sagen, wer war denn das von euch? Wo hast du denn die Melonen hingebaut? Und ich. Du, Marcel, du warst. Hier auf der Seite, hier. Achso. Der Zombie hat eine Karotte gedroppt, ist das gut? Ja, das ist richtig gut. Nicht essen. Achso, weil wir kein Dorf haben. Sind wir darauf angewiesen, dass wir die gedroppt kriegen von den Zombies, bis wir die anpflanzen. Hier sind übrigens noch 64 Eisen im Ofen. Nice. Ich mach mal eine neue Kiste, wo wir halt dann wichtige Sachen reinmachen, weil wir haben jetzt eine Kiste mit Crap und dann haben wir noch eine Kiste mit wichtigen Sachen, so wie Eisen und Dias und Redstone. Also ich hab gleich wieder noch einen Stack Eisen. Ja, das ist gut. Weil sie plant, was aus Eisen zu bauen. Ja. Und gerne. Ja, ich wollte eigentlich den Turm von den Ringen nachbauen. Ganz viel Gold. Wie heißt er denn? Ja. Scheiße, ne? Ja, warte. Wollen wir das Haus eigentlich erstmal ausbessern oder wollen wir das erstmal so lassen? Kann man so lassen. Ich bin dafür, wir machen das einmal normal. So, ja, im Winter ist ziemlich kalt da dran. Das aussieht wie ein Haus. Also die Erde weg. Dann oh nein, ich höre schon wieder die Witch. Die Witch Bitch? Ja. Also Kai, was ich mal vorhin meinte mit dem Gehege, ich dachte halt, wir bauen das ein bisschen viel größer. Das ist halt, dass die ganzen Tiere, die wir dann halt später drin haben, auch genug Auslauf haben. Das ist halt nicht so eine Massentier halt, also wäre halt schon viele Tiere, aber halt nicht so eine Tier- ungerechte Haltung. Dass die jetzt schon genug Platz haben, ne? Ja, egal. Aber Leim. Ich meine, guck mal, wie viel Wiese wir hier haben. Können wir alles mitmachen? Ich glaube, wir sind zwei Witches. Sandwiches. Ich würde aber erst nicht zu groß machen, die Gehege, sonst haben wir irgendwann keinen Platz mehr für andere Tiere. Und ich würde halt nicht alle in ein Gehege machen. Ja, nein, so riesig jetzt auch wieder nicht, ne? Aber halt schon so, dass du da so an die 50 Tiere reinkriegst, ohne dass sie sich halt drängeln. Ohne dass sie sich drängeln. Das ist ganz wichtig. Ach Mist. Hört ihr eigentlich nebenbei den Fernseher? Nein. Gut, da glaubt ihr mich. Du hast nebenbei im Fernseher da? Ja, hab ich nicht vergessen auszumachen. Princess Kenny. Es kommt South Park. Krass.
Professionell, meine Freunde. Professionell. Kai, die vier Setzlinge bitte so nebeneinander stehen lassen. Welche? Die da drüben. Achso, willst du die Reihe weiterführen? Nee, da hinten, da stehen so vier. Die müssen nebeneinander stehen, damit da so ein Baum rauswächst. Achso, du willst einen Mammutbaum machen? Ne? Also so einen großen. Ja, so nein, nicht so einen großen, aber halt so einen viereckigen. Ist Aaron noch im Keller, ja, ne? Jo, mir fällt gerade auf. Wird nämlich schon wieder dunkel. Da war ich auch schon mal. Wird dunkel? Ja, ach, wenn du dein Bett dabei. Nice. Ja, dann ich liege. Brauchen wir ganz kurz hier die Treppe fertig. Aaron, wenn du Gravel findest, alles mitnehmen, okay? Okay, ich liege auf. Was hast du mir liegst jetzt? Du? Storb. Es kann sein, dass hier Monster in der Nähe sind. Ah, nee, passt. Lel. Was ist denn los? Zufall geloll zu sagen? Klassiker. Marcel? Guck mal, ja. Wenn wir das hier als Synchron machen wollen, sozusagen. Guck mal, komm mal her. Dann haben wir ja hier einmal diesen Ausgang, dann würde ich alles mit Gravel auslegen oder mit Holz. Hier oben würde ich alles mit Holz auslegen. Dann können wir halt einmal hier zum Feld gehen und einmal auf der anderen Seite auch noch irgendwie ein kleineres Feld hier machen. Oder da halt deine Blumenwiese. Ja, dein genau, irgendwie sowas. Ich habe keine Axt mehr. Doch. Hier ist safe noch ein Zombie-Spawn. Ich würde halt einfach irgendwie, oder keine Ahnung, vielleicht Kakteen oder so. Ja, irgendwie sowas. Wenn wir dann mal welche haben. Oh, Creeper. Ich mach schon mal alles fertig, dass wir hier Kakteen anpflanzen könnten. Weißt du, wie man Kakteen anpflanzt, ne? Die brauchen immer einen. Die können nicht so nebeneinander. Jetzt gibt's aufs Maul. Oh, scheiße. Und die macht mich ja gleich fertig. Halt, stopp. Frieden. Schreib mal Kakteen. Ich schreibe mal Kaktus. Kaktussen, bitte. Vergiftung? Nee, ach, nein, du musst dich aber in Sicherheit begeben. Du gehst auf ein halbes Herz runter. Wie lange dauert denn das? Oh, meine halbe Minute Schuhe. Oder so. Meine Schuhe, die sind schon ganz kaputt. Stonehall. Extra aus Gold. Halbes Herz. Ha. Nice. So, kann ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen... Wie lange dauert denn das? Oh. Hier vorne würde ich sogar offen lassen, dass wir so eine Fensterfront zum Feld hin haben. Oh Mist, jetzt ist mir Wasser reingelaufen. Ja, dann mach aber so, dass das komplett glas ist, die ja. Wand. So, habe ich das jetzt. Siehst du das? Gerade nicht, aber ich gucke sofort. Warte, ich mach kurz einmal eine Spitzhacke, dann kann ich dir helfen, die Wand abzureißen. Ja, jetzt gibt's. Nö, ich wollte hier nur einmal so schön so eine... Was ist wie ein Trank in der Hand? Die wirft den gleich wieder. Ja, aber es sieht scheiße aus hier mit dem Stein. Oder wollen wir das lassen, hier mit dem Stein? Naja. Wie viel Leben hat die denn? Aber was ich machen würde, wenn wir jetzt hier so einen Doppelweg haben. Dass wir hier auch eine Tür reinsetzen. Und ich finde diese Türen ganz hübsch, oder? Oh, hier ist bei mir im Texture Pack sind halt keine Türen, das sind halt ganz normale. Wir spielen doch auf hart, oder? Ja, ich würde das hier oben wegmachen. Warum? Ja, da doch Lust drin. Zwei Hexen direkt nebeneinander. Wollen wir alles mit Cobblestone machen oder mit Holz? Mit Holz nehmen. Oh, direkt um die Ecke steht schon wieder. Alter. Aber hast du eigentlich noch Glas? Ja, nur ein Stück. Also Scheiben. Ich hab schon wieder so einen Scheiß drin in der Hand. Ja, nee, Scheiben brauche ich nicht. Ich würde hier oben das Ding jetzt halt auskleiden wollen. Jawohl. Down. Warte mal, ich hab eine Idee. Wenn wir jetzt hier Cobblestone hinmachen, ne? Sieht das aus? Ja. Und hier ein Fenster. Sieht das aus? Nee, ne? Sieht nicht aus, oder? Warte. Ja, nicht. Ja, nichts Wertvolles. Was baut ihr eigentlich gerade? Wir bauen gerade an unserem Haus. Schöner. Okay, ohne dass ich es jetzt oben sehe. Habt ihr schon das Außen fertig? Sieht nicht aus, oder?
Das muss Holz sein, glaube ich. Habt ihr schon. Das muss Holz sein. Was haben wir fertig? Den Umriss. Ja, den machen wir gerade. Achso, lass mich raten. Wir tauschen das gerade aus. An den Ecken, also die Pfeiler sind aus echtem Holz nicht verarbeitet. Ja, genau. Ey, ohne hochzugehen. Like, das baut keiner. Ja, das hat Marcel gebaut. Das hab ich gar nicht gemacht. So. Dann baust du genauso wie Kai. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Ja, aber das ist halt so das Einfachste. In der nächsten Folge geht's weiter, Jungs. Das ist erstmal hier vorbei. Dann müssen Diamantblöcke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Weil echte Farmer haben Diamant. Tschüss. Tschüss.